Also mein Name ist Marga Werker und ich bin hier in Bonn, sogar hier in der Altstadt geboren. Unsere Familie Werker, die ist seit 1854 hier in der Altstadt ansässig. Meine Urgroßeltern hatten damals eine Gaststätte eröffnet, die dann immer weiter in der Familie blieb. Und das ist dann das, was 1944 am 18. Oktober in Schutt und Asche fiel. Es war ein wunderbarer Tag, so wie dieser Tag, strahlend blauer Himmel, beziehungsweise zuerst war alles neblig und dann klarte das so gegen 11 Uhr auf und dann kamen die Sirenen, dass Fliegerangriff zu erwarten ist. Und da ich sehr furchtsam war, ich war immer der Erste im Keller. Und wir waren, mein Vater lag zu der Zeit im Krankenhaus und mein ältester Bruder, der war 22, war im Krieg. Und mein jüngster Bruder, der war 15. Und meine Tante, die unverheiratete Tante, die war mit im Haushalt. Und dann natürlich meine Mutter. Und dann, wie man hörte, dass das, man nannte das damals, die haben Christbäumchen gesetzt. Also, dass die Zielrichtung war, wo dann die Bomben fallen sollten. Und das konnte man noch sehen. Und dann nichts wie in den Keller. Wie es hieß, da kommen sie nicht. Mutter, sie kommen. Das sagt man mir heute noch. Du hast sie mir gerufen. Mutter, sie kommen, da kommen sie. Dann saßen die da im Keller? Im Keller und dann haben wir gewartet auf die Dinge, die da kamen und das ging auch ziemlich zügig. Also wie gesagt, ich weiß nicht, das können vielleicht 10 Minuten gewesen sein, das kann eine Stunde gewesen sein. Da werden ja Minuten zur Ewigkeit, nicht? Und vor allen Dingen dieser Krach, also dieser Staub dann da. Und man hatte immer das Gefühl, wenn die Bomben in unmittelbarer Nähe fielen, der Keller hätte sich gehoben, nicht? Also das, ich sage immer, möchte ich nicht mehr leben, da möchte ich lieber jetzt hier tot sein. Und wie dann der Angriff, man sitzt im Keller und bangt, wir haben dann uns gegenseitig festgehalten und dann, man konnte auch nicht mehr atmen. Und meine Tante, die die Küche versorgte auch, also die kochte, die hat ein Eimerchen mit Wasser mit runtergenommen, für Kartoffeln zu schälen. Und dadurch hatten wir Wasser im Keller, dann haben wir alles, was wir hatten, Tücher, Taschentücher oder was, dann nass gemacht und vors Gesicht gehalten, weil man keine Luft mehr bekam. Ne? Das war alles voller Wolken und es war furchtbar. Wir haben gebetet, denn, nicht? Und wie gesagt, wir Kinder, also was heißt Kinder? Ich war da 19, aber mein jüngster Bruder, wir haben uns dann an unsere Mutter geklammert, wie das denn so geht, nicht? Und es waren allerdings auch noch aus der Nachbarschaft noch Leute da, die dann auch in dem Keller waren, weil es immer hieß, der Keller ist sicher, nicht? Ja, und wie das haben wir als wie eine Ewigkeit empfunden, dieser Angriff. Und wie der Angriff dann vorbei war, dann bin ich abgehauen in den Bunker. Ich habe meine Mutter, meinen Bruder habe ich dann, das war mir alle egal. Also ich musste nur weg, ich konnte nicht mehr. Bei uns waren nur im Haus Brandbomben gefallen. Und da wir eine Gaststätte hatten, dann kam ein Gast von uns, das war ein Soldat, der hier im Lazarett lag, weil der eine Hand halb verloren hatte. Dann kam der mit seiner Frau und sagte zu meiner Mutter, kann ich Ihnen helfen? Dann sind die durchs ganze Haus gegangen und haben oben auf der Mansarde dann, wie gesagt, Brandbomben gefunden. Und es gab aber kein Wasser mehr. Und dann haben sie den Bierkranen aufgedreht und haben dann die Bierfässer leer laufen lassen und damit dann gelöscht. Dadurch, dass kein Wasser da war, hat dann in der Straße ein Haus das andere angesteckt mit Brand. Und so war es auch bei uns. Die Lehmwand, die fiel dann ein und dann bekam das Feuer dann direkt Nahrung
an dem Holzwerk, was in der Wirtschaft war, vor allen Dingen an der Balkendecke und rund um Holz verscharrt die Wände, und so dass das Haus denn von unten raus ausgebrannt ist. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre oder es wäre dann Wasser da gewesen. Aber der Hitler, der hat ja gesagt, wir bauen ihre Städte auf schöner denn je. Nicht? Deshalb, wenn wirklich Wasser da gewesen wäre, die Feuerwehr, so hat man immer gesagt, die hatten Anweisungen, nicht zu löschen. Die Altstadt, die konnte verbrennen. Und das hat erst, denn es ist abends erst gebrannt. Also man hätte da Gott weiß was machen können. Nicht? Ja. Nachher hat man gesagt, ich bin da schuldig mit, weil ich abjauern bin. Nicht? Aber man hätte Gott weiß, was da noch rausholen können, aber wohin damit? Nicht? Und da war im Flur war ein Bild mit einem Glas davor und in dem Bild stand eine Muttergottesfigur mit zwei Engelchen. Und diese Muttergottesfigur war das Einzige, was in den Trümmern hell geblieben ist. Haben Sie das heute noch? Das hat mein Bruder, der ist Arzt, und der hat das in der Praxis hingestellt. Nicht? Also das war für uns wie ein Wunder.